Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Minenarbeit. Wir spielen Minecraft. Ich bin der Vorbuddler und ich habe es mir anders überlegt. Ich werde diese Höhle, also die Silbermine, ja, die werde ich noch nicht verlassen. Denn ich habe mit der F3-Taste gesehen, dass da hinten vorhin jedenfalls eine ganze Menge Viecher waren. Und ich habe gedacht, ja, dieses Geröll haust du sowieso immer weg. Das machst du immer gerne. Also, schau doch mal, ob da nicht irgendwie... Ob du da nicht geradeaus mal buddeln kannst. Und vielleicht einen Dungeon findest. Das wäre jetzt noch die Krönung. Dieses Seeabenteuers, ne? Von meinem Matrosenanzug ist nicht mehr viel übrig geblieben. Um genau zu sein, gar nichts. Ja. Allerdings, ja, und so weit sind wir auch gar nicht in See gestochen. Weil das hier alles noch in einer relativ nahen Umgebung von Bad Schönfels ist, unserer Heimatstadt. Erde habe ich jetzt auch dadurch mal wieder hier. Mir ist die Erde ausgegangen. Das ist sehr unpraktisch. Ja, und jetzt mache ich hier einfach mal so ein paar richtige schöne Minenarbeiterfolgen. Das wäre jetzt sehr schön, wenn ich jetzt doch so einen Dungeon auftreiben könnte. Meine Güte nochmal. Ja, dann wäre ich wirklich der gemachte Mann, wenn ich nach Hause komme. Ja, dann würde man mir ein Denkmal aufstellen. Ja, man würde, was weiß ich, ne, mir eine Freinacht im Bordell gewähren. All solche Sachen. Obwohl, sowas haben wir ja gar nicht in unserer Stadt, ne? Und vielleicht will ich das ja auch gar nicht. Weil ich so ein züchtiger Mensch bin. Wer weiß. Ah, ich weiß nur, dass mir gerade hier so unheimlich die Nase kitzelt. Ja, ihr krattet mal eben. Das möchte ich euch nicht antun. Augenblick mal. So. Das hat gut getan. Nase wieder, naja, ich sag mal, zwei Drittel frei. Das restliche Drittel kribbelt immer noch. Aber ich gehe mal davon aus, dass ihr euch jetzt nicht sehr interessiert für irgendwelche Nasengeschichten. So. Schön, ne? Also schöner Raum. Hat überhaupt nichts gebracht, das jetzt alles aufzubuddeln, außer dass wir wieder ganz viel Erde in der Tasche haben. Ja, Flint ist immer gut. Ich gehe jetzt einfach eine Etage höher. Vielleicht hier so. Und dann haue ich mich da durch. Also, rigoros. Mal einfach in diese Richtung und gucken, was da passiert. Kommt immer vier Blöcke weit, ne? Oh, da kommt wieder Geröll runter. Ich stelle auch schon eine Kerze auf, keine Angst. Ah, ne, es ist Erde. Aha. 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 Ja. Ja, ja. Ja, ja. Mhm. So. Telefonat beendet. So. Na komm, jetzt muss hier aber mal was passieren. Komm, 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 komm. Komm. Komm, da versteckt sich doch ein Dungeon. Obwohl es ist ja irgendwie sehr leise, ne? Aber ich glaube jetzt auch irgendwie weniger daran, dass da hier noch irgendwas Spezielles kommt. Oh. Aha, ein Creeper. Entschuldigen Sie, können Sie mir sagen, ob hier irgendwo ein Dungeon ist? Oder Sie vielleicht? Ja, ist ja jetzt auch kein Grund, sich so aufzuregen. Ne, ich meine, ich habe ja bloß eine ganz einfache Frage gestellt. Ja, und ich bin auch nicht mal da in Ihr Haus reingekommen, in Ihren Raum oder was auch immer, wie Sie das bezeichnen möchten. Das ist eine Unverschämtheit. Ja. Sich so aufzuregen. Also ehrlich. Wer wird denn hier gleich in die Luft gehen? Fackeln habe ich ja Gott sei Dank nachgelegt. Ja, oder der wollte uns vielleicht nur ein bisschen helfen. Aha, das ist ja hier so ein anderer... Zugang zu unserer Haupthöhle hinten.
gut zu wissen. Können wir diesen komischen Wasser vielleicht auch mal irgendwie stilllegen. Keine Sorge, Leute, ich habe die Ressourcen schon in der Kiste abgelegt. Also es ist jetzt nicht so dramatisch, wenn wir mal irgendwie jetzt in unser Verderben laufen. Ja? Das kriegen wir schon dann irgendwie wieder alles hin. Das brauche ich dann nur abholen hier. Das ist ja auch irgendwie eine ganz coole Idee. Also mir gefällt das einfach so schön. Wenn man von Bad Schönfels da jetzt irgendwie mal einen Weg anlegen könnte, so relativ befestigt oder unbefestigt, ich weiß es nicht. Hier vielleicht auch mal so eine Art Siedlung anlegt. Ja, das ist so mit allem Zip und Zap. Ich weiß ja nicht, ich habe ja schon mal die Frage gestellt, was ich denn jetzt lieber bauen soll. Soll ich jetzt hier so eine Stadt errichten? Soll ich euch eher so eine Burg bauen, so wie Burg Wiesenfels? Sowas in dem Stil, ne? Habe ich eigentlich noch nicht so einen richtig guten Berg für gefunden. Ich habe zwar unheimlich viele Berge in Bad Schönfels, ja, aber die sind alle zu hoch. Ich habe aber schon überlegt, da oben, wo wir aus Bad Schönfels oben rauskommen, aus unserem Wohnturm, da könnte man vielleicht dann da oben irgendwie noch eine Anlage, so eine befestigte Anlage irgendwie bauen, aber das ist doof wegen der Wolken, ne? Das ist einfach schon zu hoch und die Wolken, die nerven dann einfach. Ja, also so ein bisschen wie der Berg Wiesenfels. Das wäre irgendwie ein bisschen schöner, finde ich. Ist nicht so hoch, aber doch Berg, ne? Aber mir ist das egal, ich baue euch alles hin, ne? Ich guck mal einfach, was ihr auch so kommentiert und was ihr so vorschlagt. Ich habe da ja immer mal ein Auge drauf und dann ist das auch so eine Angelegenheit, wie man so hier gerade so ins Spiel so kommt und was dann so gerade so passiert, wo man so landet. Ich mache hier auch ab und zu mal solche kleinen Drehpausen, wo ich sag mal, jetzt so ein, zwei Stündchen ist das meistens, mehr ist das meistens bisher gar nicht gewesen. Wo ich dann einfach alleine ein bisschen spiele, ohne zu drehen, um einfach auch ein bisschen so die Atmosphäre mehr zu kriegen. Ich brauche das unbedingt immer beim Spielen, dass ich so eine Art, ja, so eine kleine Verbindung zu diesem Land habe. Einfach so ein bisschen mehr spiele. Wenn man dabei quatscht, ist das eben auch wirklich eine ganz andere Geschichte. Das fühlt sich wirklich ganz anders an. Ja, man sieht auch hinterher beim Schneiden immer noch so Sachen, die man im Spiel überhaupt nicht wahrgenommen hat. Also, das ist schon teilweise echt skurril, ne? So. Oh, was war's denn? Also, ich dachte, da wäre ein Zombie oder so. Ach, das ist ein Blue Elder. ein Holunder. Ne? Eigentlich ein brauner Pilz. Aber in meinem Texture Pack ist das ein Holundersträuchchen. Das ist auch eine kleine Widmung an Gothic 1 und 2, wo das eines dieser Krautdinger war. Blaukraut, keine Ahnung. Blue Elder hieß das in der englischen Version. Ja, das ist so ein Kraut gewesen, was man da ja dauernd hatte und gefunden hat. Und. Ah. Oh. Oh, das lässt sich von der Form, ließ sich das ganz gut reproduzieren. Hier ist jetzt leider nicht so spannend. Ach, ja, das nehmen wir auch mit. Jetzt sind wir einmal hier. Ja gut, aber mein Ausflug hier in diesen Seitengang oder was auch immer war jetzt auch nicht so prickelnd. Ich würde mal eher sagen, wir machen uns wieder zurück. Wo war das denn jetzt noch? Oh, hier liegen ja noch ganz viele Sachen. Na, wir kommen hier wieder hin, also nehmen wir jetzt nicht auch noch mit. Ach, da geht's ja durch. Ja, ja, klar. Oh, 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 das ist eine dunkle Ecke hier. Eieiei. Schnell hier mal durch. Ah, habe ich mich erschreckt. Ich habe gedacht, es hat mich einmal einer von hinten so gepackt und festgehalten. Ist hier die Luft rein? Da unten sieht es ein bisschen dunkel aus. Da muss ich auch noch eine Fackel hinhängen. Ach, hier haue ich jetzt ein bisschen Erde vor. So, da kann jetzt eigentlich schon nichts mehr passieren, außer dass uns ein Skelett beschießt. Hau ich hier mal eben noch so. Fackel hin. Ah, ich befürchte aber jetzt, dass draußen dunkel ist. Ich werde jetzt mal gucken.
Ach, gehen wir mal gucken. Das ist sonst jetzt hier durch die Nacht laufen, ist, glaube ich, mit vollen Taschen, unseren ganzen Schätzen, keine besonders gute Idee. Na? Ich guck mal eben oben. Es scheint zu regnen. Und dunkel ist auch. Ja, dunkel ist auch. Und dunkel ist auch. Ach, hier der erste Gang. Da habe ich ja noch so hier so auch noch so eine Barrikade gebaut. Ne? Gar nicht gebraucht. Hat uns auch, hätte uns auch gar nicht genützt. Okay. Ach du meine Güte, jo. Scheint da wirklich noch richtig. Ja, schade, hätten wir natürlich jetzt noch ein bisschen unten bleiben können. Vielleicht gibt es hier wenigstens was zu kämpfen. Ja klar, da kommt doch schon einer. Wo ist denn der jetzt? Ach, der kommt von hinten! Nein! Doch! Ja, da kann man doch mal sehen, was es für eine gute Entscheidung war, jetzt mal keine Sachen mitzunehmen. Ja, jetzt kann ich aber auch schlafen, ne? Wenn ich da hier schon lande. Ein paar Sachen hatte ich. Das ist natürlich schade. Vielleicht habe ich aber Glück. Jetzt muss ich aber schlafen. Vielleicht kriegen wir das sogar hin. Dann kann ich euch noch eben diesen Sandbankweg zeigen. Ich finde das jetzt hier gar nicht so wahnsinnig dramatisch. Außerdem, ne, sieht man auch mal wieder was anderes. Vielleicht haben wir noch ein Schwert. Ne, habe ich nicht. Ein Schwert habe ich nicht. Nee. Habe ich denn jetzt keine? Doch. Ach ja, ich beeil mich mal eben, mal wenigstens noch einen Schmerz mitnehmen. 2 Minuten haben wir noch auf dem Video. Ach komm, dann mache ich jetzt keinen Wind mit Sortiererei. Jetzt renne ich einfach mal los. So, da werden jetzt wahrscheinlich noch ganz viele Creeper hier draußen rumschwirren. Das ist ja auch direkt am Höhleneingang gewesen. Wenn ich das jetzt zeitlich hier noch schaffe, mache ich das noch. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Dann seht ihr, das ist wirklich eigentlich... Hier kann man schon mal einen schönen Weg anbauen, anlegen. Hier so rüber müsste dann gehen. Wir haben ja zwei Meeresausgänge hier. Das ist eigentlich da, wo wir lang gefahren sind. Das war überhaupt sinnlos irgendwie. Das war eigentlich, ist eigentlich nur eine Bucht. Oder ein See halt, ein großer See, ne, aber da kann man jetzt eigentlich auch vergessen. Na, das andere Meer, was ich mal alleine gefahren bin, wo die Insel hier vom Karl des Kahlen ist, ne, da können wir ja mal hinfahren, euch das mal, kann ich euch das mal zeigen. Oder ihr habt euch das selber schon angeguckt oder seid da mal hingefahren in die Richtung, da könnt ihr euch dann ja denken, die erkennt man, die Insel, weil es ist eine große, große Insel und da ist nichts drauf. Außer Tundra-Erde. Ne? Also das ist schon... Ja, hier ist dann noch... Da muss man ein bisschen schwimmen. Ah, ich fürchte jetzt die Zeit, die ist jetzt... Das wird knapp, das wird richtig knapp jetzt hier. Ob ich das noch ins Video schaffe... Ich probiere es einfach und ich sage auch schon mal Tschüss. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wir dann wahrscheinlich wieder zurück in Bad Schönfels. Wo wir da mal gucken, was wir noch bauen oder so, ne, und gucken. Hier geht's hoch, da oben fängt schon meine kleine Wegbefestigung an. Na, das ist jetzt einfach zu finden. Hier um die Ecke, ja, dann sind's noch 100 Meter oder so. Mein Tacho sagt mir jetzt noch 6 Sekunden. Aber ich glaube, es kann noch ein bisschen mehr. Ah, vielleicht kommt's gerade hin. Ich sabbel und plabbel jetzt hier einfach mal weiter. Da ist der Eingang zur Mine. Und da liegen auch unsere Sachen noch. Hurra, 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 hurra. Alles noch da, alles noch da. Das hat geklappt, Leute. Ich freue mich und ich hoffe, ihr freut euch auch. Das freut mich dann auch. Und so sind wir alle freundlich und am Freuen. Ne? Und dann hole ich jetzt Zeug und dann bin ich dann wieder da.